Hallo, das ist der Manuel Schad von SOS Sports. Heute Technik, den Umbau Nummer 100. 27 durch. Oder 137, ich hab's nicht gekocht. Was ist mit dir los? Schick vorbereitet. Ja, das Skript vorne geschickt kriegt. Der das Motorrad zusammengebaut hat. Was machst du beruflich? Ich bin Entwickler. Das ist quasi so der Ausgleich zur Arbeit an den Motorrädern zu schrauben, bzw. an dem einen Motorrad. Was entwickelst du? Website. Ah gut, weil das weiß man nicht. Entwickler, das sagen können, dass du Brotdosen entwickelst, ne? Nee. Und dann schraubst du in deiner Freizeit. Das wie viele Projekte ist das, was du da bis jetzt gemacht hast? Das erste Motorrad und ich habe davor mal eine Simson gemacht. Und das ist ja artverwandt, ne? Kommt bloß aus einem anderen Artstyle. Alles ruhig auf. Willst du was erzählen oder soll ich dich fragen? Kommt drauf an, freien Fluss aus. Immer frag. Okay, Basis ist der SWT-Rahmen mit der 1100er Schwinge. Hinterrad ist? Von der 1250 DS. Die Felgenring? Die Felge, genau. Nee, der Felgenring nur. Ja, der Felgenring. Ja. Die Narbe ist von der 1150, vorne die Narbe von der R9T, vorne die Felge von der R100R. Die Gabel von der S1000RR, die Schalter von der XR, also alles aus dem BMW-Katalog gedient, was es gibt. Du kannst hoffentlich, ne, hör der Frau nicht zu, weil du kannst bestimmt die Haarfarbe, die Augenfarbe und die Erkennungsmerkmale nicht so schnell wie die vom Moped, oder? Ja. Würde ich das geschossen haben. Was mir ganz arg auffällt ist, also du hast jetzt von der Gabel gesprungen, Vorderrad, ist was hinter der Gabel ist. Was ist denn das für ein Tank? Wurde mir verkauft als Prototypentank von Faber, hergestellt von Sauer. Okay. Weil ich habe den gleichen Tank nochmal eine Nummer größer gestempelt. Das ist die gleiche Matte, aber es scheint ein Prototyp zu sein, weil der eine kleine Nummer kleiner ist. Keinerlei Kennzeichen nicht, aber es wurde quasi als Prototyp für von Sauer bzw. Faber halt als Tourer-Tank mit 27 Liter oder so verkauft. Was schätzt du, wie alt der ist, der Tank? Älter als das Motorrad. 30, 40 Jahre? Ja, das Motorrad ist 35 Jahre, der Tank denke ich fast 40 Jahre alt. Jetzt sind wir so schön im Schatten. Die Auspuffanlage? Also das ist quasi, das ist von Mars Exhaust, eine Mars-Anfertigung. Die sitzen in Sizilien. Nennt sich Comeback, weil wenn man quasi sich die Auspuffanlage anguckt, geht die quasi einmal um den Motor rum und kommt vorne wieder raus zur Seite. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das ist Titan, es wiegt gefühlt nichts. Aber kostet eine Mark. Ist es die teuerste Position am Motorrad gewesen? Also an Summe? Okay. Als Einzelkosten ist es der teuerste. Für was baut man so ein Motorrad? Für das Wohnzimmer oder für die Straße? Eigentlich aus Hobby, für mich, um es zu probieren. Und mein Traum ist so ein bisschen mal irgendwann Norwegen die Fjorde. Deswegen auch die Koffer, damit ich quasi wirklich mal mit in den Urlaub fahren kann. Also soll nicht bloß schick aussehen, soll auch funktionieren. Ja, der. Geile Sache, also Rahmenheck zum Beispiel, ne? Sowas habe ich auch noch nicht gesehen, darf ich? Kannst du abnehmen. Also ich hatte schon viele Ideen, ne? Aber mit Magneten. Und du kommst halt alles ran. Hinten hast du hier die Batterie, also weil du kannst ja nirgendwo anders umbringen. So glaube ich, dass es quasi ist, da ist bloß noch viel Platz dafür. Das ist quasi eine Maßanfertigung, das ist aus Blech. Das ist aus Blech, der Tank aus Alu. Und vorne ist, glaube ich, GFK, das Schutzblech. Was ich total geil finde, ist die goldene Bremszange, ne? Du hast die hier gehabt. Nee, die ist extra pulvergeschichtet, weil es natürlich zu den vorderen Bremssätteln passen soll. Da musst du nochmal drauf schwenken, das ist so genial. Boah, das. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 33. 33. Kinder schon? Zwei Kinder. Von mir dann ist noch Zeit für sowas? Naja, abends, wenn die im Bett sind. 20 Uhr geht es dann raus, immer für 1-2 Stunden. Also das ganze Projekt hat jetzt von angefangen, dass ich dir den Rahmen geschickt habe, bis jetzt quasi vorletzte Woche, vorvorletzte Woche TÜV. 3 Jahre. 3 Jahre. Wie nennst du dich da im Instagram? Bayern.bastard. Das kommt halt daher, dass quasi 15 verschiedene BMW-Motorräder da drin verbastelt sind, wie so ein kleiner Bastard halt. Und da ist quasi alles von jedem Motorrad, wo irgendwie Teile gepasst haben, wurde alles verbaut, alles verwurstelt. Passt schon. Öl ist drin, ne? Kannst du starten. Kann man den mal starten?
Also ich traue mich da nicht, ich habe immer Angst bei solchen Geräten. Ne? Du machst immer alles kaputt, ne? Ja. Immer näher her! Das ist so laut! Der Besitzer ist nebendran! Das bin ich nicht gewohnt! Mach ruhig! Langsam. Nein, kann ich! Ja, wie ist das mit so Projekten? Hast du da schon wieder Neues im Petto oder zerlegst du und machst weiter? Ich habe meiner Frau versprochen, erstmal ein bisschen Pause zu machen. Aber quasi so ein Enduro ist nochmal, ja, könnte man überlegen. Ja, ich meine, man kann ja das Video immer zuschicken, dann ist es ja quasi die Ankündigung, dann ist die Pause nichts mehr so lange. Nee, ich muss erstmal ein Jahr Pause machen. Das... Also in 9 Monaten ist es wieder soweit. Wegen der Pause. Und 2 Stück reichen, das Haus ja, ist voll. Arbeit. Die Garage? Anscheinend noch nicht. Ah. Nee, es steht unter dem Carport, leider. Und gebaut quasi in einem kleinen Schuppen, der am Carport dran ist, quasi noch alles. Ja, das ist Doppelgarage und dann geht's weiter. Würdest du wieder mit unserem Motorrad bauen? Ja. Also das mit dem Rahmen und mit dem TÜV, das hat heute teuer alles super geklappt. Hast du schon Angst gehabt, ne? Und der Hänger war noch da. Ja, das hab ich ja jetzt alles wieder da. Der ist nicht verloren gegangen. Also gerade beim TÜV, das war ja einiges an Papieren und alles. Also ja, da hast du, man kriegt das dann mal mit, wenn man als Kunde aktiv da sitzt, wie oft ich auch zurückrufe oder wie oft ich Zettel irgendwo noch herhole. Nur um da Legitimierung für die Straße zu bekommen. Und das ist schon ist nicht immer einfach. Ja. Und gerade bei dir war es ja so, die Gutachten sind da, ne? Aber für welche Motorräder halt, ne? Genau. Das ist eine Doppel-R-Gabel, die Gabelbrücke ist für die Doppel-R. Jetzt muss man es dem TÜV noch erklären, dass er die Gabelbrücke passt, weil die Gabel da drin ist. Aber warum ist die da drin? Und das ist die Schwierigkeit, also da gehe ich auch Kartenspielen mit ihm. Ne? Aber wir müssen uns da nicht nötig, ne? Wir müssen nur zusammenarbeiten alle. Genau, also ich habe da auch quasi vorher eine Liste gemacht, welche Motorräder sind verbaut, wie schnell sind die, wie viel wiegen die, quasi zum Vergleich. Weil das ist halt ein alter Rahmen, das ist quasi alles ist langsamer und leichter als die neuen Motorräder und damit ist das eigentlich alles im Rahmen. Ja, das war vorzüglich. Also so eine Vorarbeit habe ich gar nicht eigentlich normal. Ne? Normal kriegst du einen Zettel hingeknallt, wenn du gut bist, hast du noch einen Fahrzeugscheinkopie. Ja. Hast du noch Fragen an uns? Nee. Also ich finde das Motorrad ja echt geil. Das war überhaupt nicht mein Liga halt. Den Motor haben wir gar nicht erwähnt. Was ist denn an dem Motor gemacht? Nichts. Nichts. Noch alles original? Das ist quasi eine Silent Tactic Lichtmaschine und eine Ignitech Zündung. Das ist zwar geil, die Lösung ist echt genial, da müssen wir so mal drüber unterhalten. Also auch der Motorenbauer, der die Messung gemacht hat, hat gesagt, das ist sauber durchgeführt. Ja, also es funktioniert auch einwandfrei. Wie gesagt, die Startup-Kuss hat einen schönen Leerlauf. Das ist aber halt der Motor noch komplett original. Da kommt vielleicht später mal was mit den Umfangerweiterungen, aber schauen wir mal. Hast du was gemerkt, vorher und nachher einstellen, dass es jetzt besser läuft? Die startet besser. Ja, so ein Prüfstand ist schon geil. Das war halt vorher. Ich hatte halt nee, hast du nicht, wie sollst du das machen? Wäre Blödsinn, wenn einer mit dem Prüfstand das schlechter macht, wie jemand, der Probefahrt macht. Du musst es auch wieder auf dem Prüfstand. Ja, ich danke dir, dass du sie mitgebracht hast hier nach Berlin. Dass wir sie hinstellen konnten, dass wir sie zeigen durften. Das ist für mich was Außergewöhnliches, denn in der Art bauen wir wenig um Motorräder. Aber dieses Jahr ist Heritage angesagt und BMW hat mir die Auflage gemacht, dass wir nicht straßenlastig werden. Das sind wir auch. Euch danke ich fürs Zuschauen. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok, wo auch sonst. Klickt den Bayern Bastard an, ne? Und folgt dem. Den verlinken wir, oder? Den verlinken wir da. Oder da. Sehr gerne. Okay. Okay. Danke dir. War angenehm mit dir. Klasse. Gut gemacht. Euer Manuel Schad. Hey, war zu schnell. Nochmal. Euer Manuel Schad. Das ist viel zu langsam, das ist nicht der Fluss. Weg, ich gehe jetzt, wir machen das Auto also, nochmal. Das ist die Hitze, oder? Wir machen das Auto einfach nochmal. Das Auto geht besser. Wenn euch das Video gefallen hat, liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo sonst. Macht die Glocke an. Wir brauchen immer noch Abonnenten. Ganz, ganz viele. Klick, 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 klick. Mitglieder, die uns unterstützen bei unserem Vorhaben. Danke, euer Manuel Schad von SWD Sports. Besser? Passt.